Moin, moin, moin. Willkommen zurück zu Assassin's Creed. Warte, hier mitten in der Schlacht. Alter, da sind überhaupt nicht viele Wachen. Oh Gott, blocken. Alter, wie viel Schaden ich wieder genommen habe. Oh Gott, ich sterbe ja gleich wieder. So. Macht denn unser Herr Vater Obert? Oh Gott. Oh lol, ich habe eine Waffe genommen. Ziel gestorben? Wie, mein Ziel ist gestorben? Was? Was für ein Ziel? Was war denn mein Ziel? Wen durfte ich denn jetzt nicht töten? War der irgendwie markiert? Hä? Die Leibwächter eliminieren. Ich habe keine Ahnung. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Die machen immer so viel Schaden, ey. Hält ja auch immer nichts aus. Alter! Alter! Lass mich doch mal raus hier! Ich kann mich gleich wieder töten lassen. Was ist denn das hier mal für eine Rotze? Alter, warum sterbe ich denn immer so schnell? Das ist scheiße. Das mag ich an Assassin's Creed nicht mehr. Die Kämpfe, finde ich, sind ziemlich schwer geworden. Wieder ist mein Ziel. Ziel. Was? Warum stirbt denn hier immer? Was für ein Ziel stirbt denn hier, bitte? Wie gebien verwirrt. Wer stirbt denn hier? Helfen? Bin verwirrt. Stirbt Helfen oder was? Ich weiß nicht. Lol, warte mal, stopp, stopp, stopp. Ich habe hier meine falsche Waffe. Lol, Alter, ich sterb so schnell. Ich sterb ja. Guck mal, Helfen stirbt aber weit nicht so schnell wie wir. Guck doch mal an, wie schnell wir sterben. Warum kämpfe ich überhaupt mit der Faust? Alter, das Connor, das ist nicht dein fucking Ernst. Nein, dich wollte ich gar nicht. Wir bringen sie in mein Quartier in Fort George. Wollen doch mal sehen, was die Herren wissen. Wirklich? Dürfen wir da herren? Du solltest ihm wohl hinterher. Geh du. Ich bewache die Gefangenen. Nein, mach du es. Warum ich? Weil ich es sage. Jetzt geh. Natürlich. Hilfe! Natürlich, natürlich. Bereit machen! Komm nicht näher! Ich kann ihn auch nicht runterziehen. Zu leicht an ihm dran, Jungs! Haltet ihn! Ah. Halt die Waffen, Männer! Schnell! Rettet mich! Okay. Los. Den habe ich. Hölle. Ich sagte los. Die Wachen, die uns hinterherlaufen, sind ja erstmal egal. Die sind ja jetzt eh wieder schlagartig weg. Ich sag dir alles, was du willst. Alles. Nur zwing mich nicht dort hinein. Ein paar Fragen an dich. Wenn ich da rein muss, dann bin ich ein toter Mann. Da bist du, Connor. Ich befürchtete schon, du hättest dich verlaufen. Na dann kommt mit. Ist ein toter Mann, wenn er hier reingeht? Tja. Ist ja nichts anderes verdient. Jetzt lauf! Hallo? Kommt der jetzt mit, oder? Lauf, du Bob! Achso, ich muss ihn stoßen.
Lauf schneller. Jetzt kann ich die mal so behandeln, wie die mich immer behandeln. Lauf! Los, du kleine Bitch, du. Ah! Schneller. Du bist mir zu langsam. Yeah. Die Treppen hochstoßen hier. Das macht Spaß. So. Fort George soll das hier also gerade sein. Ach, beweg dich doch mal schneller hier, ey. Wie lauten die Pläne der Briten? Sie wollen raus aus Philadelphia. Die Stadt ist erledigt. New York ist der Schlüssel. Mit verdoppelten Truppen wollen sie die Rebellen verjagen. Wann fangen sie an? In genau 2 Tagen. 18. Juni. Ich muss Washington warnen. Siehst du, das war gar nicht so schwer, oder? Ich habe euch alles gesagt. Jetzt lasst mich gehen. Natürlich. Die anderen sagten das Gleiche. Es muss wahr sein. Du hast ihn getötet. Du hast sie alle getötet. Warum? Sie hätten den Feind gewarnt. Du hättest sie bis nach dem Kampf festhalten können. Was? Dabei Zeit und Geld verschwenden, damit sie versorgt sind? Was hätten wir davon? Sie hat uns schon alles verraten. Du findest mich in Valley Forge. Ganz Unrecht hat er nicht, ne? Aber wenn das jemanden umzubringen, ist natürlich auch nicht ganz so das Richtige. Genießt die berühmten Sonntagsbraten, fühlt sie mit Durham Ale hinunter und vergnügt euch auf der neuen Bowlsbahn hinter dem Haus. Wo dürfen wir als nächstes hin? Wir sollen... Komischerweise, jetzt sind hier mehrere Läden. Nur der Hausierer. Natürlich, bis ans andere Ende der Stadt. Oh ne, ist ganz Land. Okay, dann go. Washington wollen wir wahren. Dann wollen wir das mal machen. Washington, ich komme! Irgendwie gefallen mir die Sachen jetzt aber auch nicht so ganz. Wir sehen aus wie so eine graue Maus. Aber naja. Ja, wo soll man hin? Wir sollen... Okay, können wir keine Schnellreise machen. Ja, gut, dann reiten wir. Ja, ja! Ich habe keine Ahnung, ob hier Wachen sind. Moment, hier ist ein Baum. Tierchen. Go, go, Connor. Den Baum hinauf. Ach ja. Jetzt schmeckt die schon. Da drauf und jetzt können wir synchronisieren. Ja, da hocken wir am Bäumchen. Ach ja, ist ja gar kein Winter mehr. Mensch, ja, fällt mir auch mal früh auf hier, wa? Okay. Ich hoffe, da unten ist irgendwas, aber ja. Natürlich gerade genau in die Richtung, wo ich auch hin will. Ist mir egal. Im Galopp vorbei. Hallo! Stört die ja nicht. Okay, wir machen hier einfach querfeldein. Mal sehen, ob wir hier durchkommen. Oder wie lange wir hier durchkommen. Ja. Ich sehe schon nicht so lange. Oh, Menno. Ey, so tief ist das Wasser hier echt.
Egal, warte mal, ich habe eine andere Idee. Dann schwimmen wir halt darüber und rufen halt da drüben wieder unser Pferd. Dann sollte er sich ja rüber geportet haben. Mit seinen super Special Effekten. Fähigkeiten. Effekten, genau. Ein Pferd mit Special Effects. Eine Kuh. Kann ich mit dir auch irgendwas machen? Ah, oh, brave Kuh. Oh ja, yeah, das gefällt dir, wa? Okay. Dann packen wir hier das Pfeifchen aus. Da ist es wieder. Okay, und weiter geht's. Ja. Gut, gut. So, 800 Meter noch. Da haben wir eine Brücke. Soll ich über die Brücke rüber? Muss ich über die Brücke rüber? Wo muss ich denn gerade überhaupt hin? Da muss ich hin. Ja, ich... Ja. Boah, ja, gehen wir halt mal rüber. Das sind auch irgendwie Soldaten, aber sind gerade mal... Ja, ihr könnt mich mal... wieder Wasser. Ach Menno, warum sind denn überall so fucking Flüsse? Alter, komm, du bist ja fast drüben. Hallo? Alter Vater, du bist doch... Oh Mann, ey. Ist das dein fucking Ernst? Du bist ja nun wirklich fast drüben gewesen. Jetzt komm her. Ja, ja, aber jetzt schießt du, oder was? Jetzt schießt du? Immer diese Pferde, ey. Bitte einmal durchlassen. Einmal durch. Dankeschön. Ey, du Elch. Stell dich nicht vor mein Pferd. Ach, die schon wieder. Oh, das platzt. Oh Gott, was ist denn jetzt hier? Unwetter zieht auf. Was ist das denn jetzt hier? Kleiner Sumpf? Der sieht hier wirklich sumpfartig aus. Los, weiter geht's. 200 noch. Okay, hier ist schon so eine Flagge. Lager, ne? Aber warum ist denn hier keiner? Ist ja gar keiner. Moment, das ist jetzt gruselig. Doch, hier sind welche. Aber nicht sonderlich viele, wenn ich mal ehrlich bin. Missbrauchtes Vertrauen. Wir sollten unser Wissen mit Lee teilen, nicht mit Washington. Du denkst, ich bevorzuge ihn. Mein Feind ist eine Idee, keine Nation. Es ist falsch, Gehorsam zu fordern. Ob britische Krone oder das Templerkreuz. Und ich hoffe, dass die Loyalisten das auch lernen, denn auch sie sind Opfer. Du bist gegen Tyrannei, Ungerechtigkeit. Doch das sind nur Symptome. Die wahre Ursache ist menschliche Schwäche. Warum glaubst du, versuche ich dir deine Irrtümer aufzuzeigen? Du hast viel gesagt, ja. Aber gezeigt hast du mir nichts. Das sollten wir dann wohl ändern, nicht wahr? Sir? Hallo Connor. Was führt dich her? Die Briten ziehen ihre Truppen aus Philadelphia ab. Sie marschieren nach New York. Nun gut. Ich schicke unsere Truppen nach Monmouth. Wenn wir sie erwischen, könnte sich endlich das Blatt wenden. Und was ist das? Private Korrespondenz. Natürlich privat. Interessiert dich, was draufsteht, Connor? Es scheint, dein teurer Freund hier hat einen Angriff auf dein Dorf befohlen. Wobei Angriff wohl noch freundlich ausgedrückt ist. Sagt es ihm, Commander. Wir erhielten Berichte über Indianer, die mit den Briten kooperieren. Ich gab den Befehl, dem ein Ende zu machen. Indem man ihre Dörfer niederbrennt und ihren Boden salzt. Indem man sie ausrottet, so wie es in dem Brief steht. Und nicht zum ersten Mal.
Erzählt ihm, was ihr vor 14 Jahren getan habt. Das war eine andere Zeit. Der Siebenjährige Krieg. Und da siehst du nun, was aus diesem so großen Mann wird unter Druck. Er sucht Ausreden, schiebt die Schuld von sich. Er macht wirklich sehr vieles, außer Verantwortung übernehmen. Genug! Wer was getan hat, muss warten. Mein Volk ist wichtiger. Dann lass uns gehen. Nein. Uns gibt es nicht mehr. Sohn. So weich erscheine ich dir, dass mich Sohn zu nennen schon alles richten würde? Wie lange wusstest du schon davon? Oder soll ich etwa glauben, du hättest es gerade entdeckt? Meiner Mutter Blut befleckt vielleicht eine andere Hand. Doch Charles Lee ist ein Monster. Und was er tut, macht er in deinem Auftrag. Eine Warnung an euch beide. Folgt ihr mir oder haltet mich auf, dann töte ich euch. Oh. Georgie. Das hätte ich nun wirklich nicht von dir gedacht. Und der Part ist vorbei. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.